Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Banished Oxy Action. Wir sind hier mitten in Pummelshausen. Wir haben uns für diese Folge auch wieder eine Menge vorgenommen. Wir haben letzte Folge hier hinten uns einen neuen Forester Lodge hingesetzt. Beziehungsweise dort wird ja schon das erste Material angetragen gebracht. Ja, genau. Die Pilze hier dann, die werden wir mit einem Gatherer auch noch hier aus der Region rauspflücken. Aber den machen wir alles one by one, was uns auch noch aufgefallen ist gestern. Wir haben hier noch Platz für eine Mine. Wir müssen noch eine Mine bauen und, was viel interessanter ist, Kohle baut man ja eigentlich in der Mine ab. Aber ich dachte, dass man Iron in der Mine abbaut. Also ich bin echt gespannt. Ich muss mal wirklich gucken, wie wir hier so, also was man alles in einer Mine so anstellen kann. Ich hoffe, dass man beides anstellen kann. Hier kann man eine hinsetzen und ich werde einfach mal drücken. So. Jetzt bauen wir uns da eine Mine hin und gucken, was wir anbauen können. Vielleicht kann man das ja wie bei Feldern auch einzeln bestimmen. Apropos Felder. Mir fällt gerade auf und ein. So. Ne? Müssen ja wieder bestückt werden. Aktuell reichen die beiden Felder noch für unsere 17 Hansels, die wir hier haben. Aber die wachsen und gedeihen ja und vermehren sich so ein bisschen wie die Karnickel. Naja, die Karnickel vermehren sich schneller, aber auf jeden Fall vermehren sie sich. Ne? Wir haben immerhin fast so viele Erwachsene wie Kinder. So mittendrin, Leute, gibt es gar nicht. Die überspringen einfach mal eine Altersstufe. Teenager sind quasi hier ausquartiert. Sind in Pummelshausen echt nur geächtet. Okay, ihr ackert so ein bisschen, das ist gut. Mach mal hier ein bisschen schneller. Hoffe, dass wir hierfür noch genug Material haben. Die Forester, die machen ja hier ein bisschen was, ne? Die bringen immerhin ein bisschen Holz. Bada bam baum. Oh, hier sprießt gerade ein Baum. Was ist los? Naja, Loks sind low, ich weiß. Hier sind Loks. Man könnte ja eigentlich noch so einen Jäger hinsetzen, wa? Das wäre ja auch eine gute Idee. Potatoes, Iron Tools. Okay. Mit Kohle kann man dann, glaube ich, auch Steel Tools hinsetzen. Oder bauen. Wenn ich jetzt recht informiert bin, weil ich kann hier in dem, ne, Iron Lock und Steel Tool. Block, Iron, Coal. Alles klärchen. Also ich gehe mal fest davon aus, dass man hier in dem... dass man das auch wieder auswählen kann. Stein wird jetzt Nachschub gesorgt. Da brauchen wir uns nichts mehr von Mutter Natur holen. Ah, hier ist der Dings fertig. Dann bauen die jetzt ja hinten hoffentlich den so langsam. Bauen die hier schon Late Spring. Ach, die bauen immer noch an. Okay, gut. Sehr gut. Also mit dem Food kommen wir echt super hin. Da haben wir, glaube ich, keine Sorgen. Solange wir immer peu à peu wachsen, vielleicht zieht sich das ja ein bisschen hin. Könnt ihr mal schreiben in die Kommis, wie ihr das gemacht habt. Einfach nur auf Expansionskurs alles hier gebaut, wie es nur ging. Was mir aber auffällt in dieser Runde, ich habe ja letztens, gestern quasi 2,5 Stunden schon gespielt und die ganze Aufnahme dann versaut wegen Tonspuren und Bipapo. Ich möchte es gar nicht nochmal erwähnen, weil dann fange ich dann zu heulen. Aber da war hier mit Average Health und sowas, die waren alle nicht glücklich bei mir. Ich glaube, heute machen sie es ein bisschen günstiger. So, ich glaube, der Herr hier kommt da doch nicht mehr hinterher mit dem, was wir an Stein brauchen. Was braucht der hier? Müssen da zwei Bäumchen removed werden, okay. Ach ja, jetzt fangen sie an. Okay, super. Mhm. Naja, wird schon. Bin ich ganz sicher. Genau, hier vorne ein bisschen gehämmert. Hier hinten auch noch. Bisschen gesägt noch. Und
Plopp, wie aus Zauberhand kommt was Neues raus. So, 18:12. Meine Güte. Jetzt übertreibt das ja ein bisschen, ne? So, die Loks sind gleich wieder low. Er hat auch keine Tools mehr, beziehungsweise nichts mehr zu tun. Wie sieht's denn hier aus? Null Patienten, und klar. Stone Limit 200. Ja, das war vorhin krass wegen der Ausbeute, die wir hier hatten. Habe ich hier einen Gatherer, habe ich hier noch nicht hingesetzt, ne? Nee, ich wollte erstmal auf die Mine warten. Ist die fertig? Nee. Wird gebaut. Okay. So, die pinkeln immer noch auf den Platz, wo ihre Gebeine später liegen sollen. Und er macht hier nichts. Ich finde es hier mit dem Krankenhaus und so, finde ich echt heimisch. Also hier würde ich gerne wohnen. Allzu schön auf engen. Das mag ich. Wo bist du denn? Gleich fertig die Sache. Super. Late Summer. Ach so. Habe ich hier einen eingeteilt? Ach, die teilen sich wahrscheinlich jetzt den Raum, wa? Theoretisch könnte ich 8 nutzen. Ja, richtig. Weil ich aber da hinten das voll gemacht habe, sind die wahrscheinlich hier. Haben sie jetzt aufgeteilt. Ja. Ja, vielleicht klappt das ja. Vielleicht ist es eine gute Idee. Aber was wir auf jeden Fall noch bräuchten, wäre ein Weg, weil die haben eh schon einen arschlangen Weg. Von da nach da. Weil die hier beispielsweise, ne, das ist ja nicht so weit. Aber die hier haben echt einen langen Weg. Vielleicht könnten wir da noch eine kleine Straße oder so was bauen. Einfach hier so quer rein. Flumps. So, die ernten schon wieder ab. Das ist gut. Haben wir auch schon Late Summer. Nicht, dass gleich wieder Eis kommt. Das wäre ungünstig. Oh, Mine ist fertig. Ha, siehst du? Ach, die bauen beides ab gleichzeitig, oder was? Ach nee, Product Iron und dann... Ah ja. Understand. Was haben wir denn? Iron haben wir. Dann machen wir erstmal Coal. Ja? Damit wir ein bisschen... Eigentlich brauchst du zwei. Eine geht nur auf Kohle, weil immer hin und her schalten, da wirst du ja bekloppt bei. Kann ich dir noch eine bauen? Direkt nebenan oder so? Oh, wer hat bekloppt? Ist jetzt der Cemetery ist, der jetzt da... Oh, nee. Vielleicht auf der anderen Seite? Dann machen wir einen Tunnel hier durch. Hallo. I don't think so. Kann man denn... Warte mal, ich muss hier nochmal gucken. Aber hier ist doch alles grün. Ach nee, da. Da unten ist eine Ecke. Rot. Ist da wieder alles rot? Ist da alles rot? Ihr macht mich fertig hier. Okay. Kommt man hier vielleicht besser hin?
Hier auch nicht. Hier. Hier ginge es. Okay. Dann müssten wir aber... was? Toll. So viel zu meiner Idee. Der Cemetery ist da hinten gut aufgehoben. Hm. Warte mal. Da sehe ich eine Lücke. Sehr gut. Super. Dann machen wir folgendes hier. Ein Tunnel. Ein Tunnel wollte ich sowieso schon immer mal machen. Aber ich brauche... Puh. Ne, warte mal. Wir machen erstmal den Weg. Direkt am Cemetery vorbei. So, hier, da, dahin. Okay. Und dann machen wir da... Hallo? A tunnel cannot be placed on this location. Warum? Was hast du damit für ein Problem? Ist der vielleicht wegen diesem Cemetery-Dingens hier oder so? Hm. Ah ja. In der Tat. Mann ey. Kann ich irgendwas canceln? Hier. Cancel Removal? So, gecancelt. Dann geht hier ein Stück nach da. Und das sind so ein Stücke. Ach so, sind wir im Autumn? Okay, wir können ja hier die Dinger wieder, die Farmer wieder arbeitslos machen. Dann können die ja unter Umständen hier bei der Kohle mithelfen. Oder auch Woodcutter, Stonecutter. Da ein bisschen. Ach, Quatsch. Falsch. So, das bleibt gefälligst. Jetzt bauen sie doch hier den Weg. Na gut, egal. Was kostet die Welt? Ich würde gern Tunnel. Alter, du hast mir doch eben angezeigt, das funktioniert. Ist nicht dein Ernst jetzt. War das von hier? Ja, shit. Na egal. So. Tunnel angezeigt. Na, ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir da ja auch ein bisschen Kohle-Dingens raus. Kohle sei schon Stein. Können wir da die nächste Mine hinbauen. Dann haben wir auch ein bisschen neues so ein Teilgebiet erschlossen. Okay. Ist das kalt. So, wir haben keine Loks und kaum hier noch Firewood. Wir müssen echt hier nächstes Jahr Gas geben. Da kommen wir nicht drum rum. Schuftet der auch im Winter? Ach, ist eine Sie. Alles klar. 38 noch im Steinbruch. Respekt. So, okay. Der wird ja hoffentlich gebaut. Ich spule mal wieder vor. Was? Lock ist wenig. Reserve of Stone is low. Ja, ich habe schon ein paar Leute da reingeschickt in Steinbruch. Okay, Iron ist auch... Naja, okay. So langsam kommen wir wahrscheinlich in die Region, wo die Reserven wirklich von uns wieder erwirtschaftet werden müssen und wo es sich bemerkbar macht, wenn man einfach, oder was sich, oder
dass sich das bemerkbar macht, was wir einfach nicht schnell genug im Vergleich zu unserer Expansion produzieren. Wie beispielsweise vorhin diese Loks, die wir jetzt ja hier in ausreichender Menge anscheinend anbauen und umhauen. So, Kohle haben wir auch ein bisschen da. Okay, das wird also auch da gestored. Das ist nice to know. Hier ist auch Kohle, nehmt es mit. Was? Ja, Loks sind auch low. Wir haben alles low hier. Mit dem Food halten sie sich noch zurück, das ist okay. Da sind wir also auch noch gut bestückt. Noch, wohlbemerkt, noch. Das wird sich sicherlich auch bald ändern. So, wann geht's denn hier los mit dem Tunnel und so? Ach ja, kaum gesagt. Ach, die okay. Ach, deswegen ist Stone auf einmal so low. Wir müssen also warten, bis hier unten die ganzen Leute ihr Stone da gebastelt haben. Na komm, machen wir alle mal hier Stone Cutter. Vier Leute rennen da eh rum. So, Early Spring. Bis zum normalen Spring lassen wir die da rum hantieren, damit wir ein bisschen Stone rausbekommen. So. Und dann müssen wir ja die Felder bestücken. Aber das ist mir gerade zu riskant hier. Deswegen machen wir mal hier schnell vier weg. Stone Cutter. 1, 2, 3, 4. Und viere da hoch. Bisschen Steinchen brauchen wir noch. ...99% remaining. Ich glaube, die sind so schnell nicht out of stone. Ich frage mich, warum die bis dahin die Kohle schleppen. Das wäre echt ein Rätsel. Und ich sehe gerade, was du nicht siehst, und das ist 1500 Food nur noch. Wir hatten sonst immer locker noch 2-3 am Ende des Jahres. Also bis zur nächsten Ernte. Ich glaube, da müssen wir im nächsten Jahr definitiv ein neues Feld anlegen. Obwohl, anlegen können wir es ja heute schon. So, 5 Stonecutter haben wir immer noch da. Cropfield. Zehn mal zehn. Können wir hier auch nochmal 10 mal 10 hinsetzen nebenan. Ah, das sollte dann locker reichen. Für alle. Obwohl das überhaupt noch nicht nötig ist hier. Und einen Händler könnten wir mal bauen. Den könnten wir, warte mal, wo kann man den Händler hinsetzen? Herbalist. Ach, mit Herbies werden die Leute auch wieder gesünder. Die könnte man in der Tat auch bauen. Aber wir können so viel bauen. Ah. Schoolhouse brauchen wir auch noch. Hospital. Town Hall. Ja. Pff. Chapel. Am Arsch. Wo ist denn hier der Market? Trading Post. Gott, warum ist der so groß? Brr. Vielleicht hier drüben hinsetzen direkt? Nicht die schlechteste Idee, junger Mann. Was? Da so.
Ich frage mich auch, warum brauchst du denn für einen Tunnel Steine, ey? Wenn wir den ganzen... Oh, sind schon durch? Nee. Wenn wir den ganzen Tunnel aushöhlen, dann kriegen wir noch mehr Steine als genug. Okay, hier haben wir so ein bisschen Stein wieder geholt. Naja. Das heißt, wir haben viel zu tun. Viel. Bauen wir. Wir müssen wieder ein bisschen achten auf das Futter. Das ist doch schon bedächtig wenig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind schon im Late Spring. Ach nee, die bauen ja gerade an. Sorry. Das ist echt bedächtig wenig geworden. Und wir müssen definitiv Stein und auf Holz achten. Also das ist echt kritisch hier. Wir müssen ein Auge drauf werfen. Und das Auge werfen wir allerdings erst beim nächsten Mal drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Banished hier in Pummelshausen. Ich danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Oder natürlich kräftig unten kommentieren, wenn ihr Vorschläge, Ideen, Verbesserungen habt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.